herzlich willkommen zu einem kleinen Special für meine 15.000 Views. Ja, es hört sich komisch an. Und es hört sich nicht nur komisch an, sondern sieht auch komisch aus. Wir sind hier die kleine, nennen wir sie mal Amanda, die mit ihrer Freundin Catherine sieht, dass da ein wunderschön sauberer Eiswagen steht mit einem wunderschönen, sympathischen Mann. Und da wir die kleine Amanda sind, wissen wir auch nicht so genau, dass Ice Cream komplett falsch geschrieben ist. Und Catherine zeigt, schau mal, da gibt es kostenloses Eis. Lass uns schnell hinten zur Ladeklappe gehen und mal gucken. Ja. Und nun sind wir hier. Das sieht nicht gut aus und wir können uns vorstellen, was der sympathische Herr gemacht hat oder mit uns vorhat. Ja. Und ich finde, es passt wunderbar zu Spielen wie The Pass. Ich meine, da ist alles zwar ein bisschen unterschwellig und hier ist es halt ein bisschen offensichtlicher. Das ist ein kleines Browser-Game und das ist genauso wie Loondon. Habe ich das... Boah, weiß nicht, ich muss schon 2 Jahre her sein, als ich das letzte Mal gespielt habe. Aber wie gesagt, ich finde ein sehr kleines, feines Spiel und darum gibt es das als kleines Special. So, wir wollen jetzt also... Wie kann ich mich denn jetzt hier bewegen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt hier... Ah ja, okay. I better be quiet from now on or I'm done for. Ja, wir sollten wohl lieber mal ruhig sein. Das war keine gute Idee, die Flasche darunter zu schmeißen. I can't move with this tight ropes. Genau, okay. Ah ja, okay, sie kann sich nicht bewegen, weil sie Seil um sich hat. Maybe I can cut myself loose with that glass. Genau. Und sie, ja, hat es geschafft, sich zu befreien. Schön. Dann schauen wir jetzt nochmal hier drin. Ja, sie kann den Lüftungsschacht von hier nicht erreichen. Dann würden wir doch das einfach nochmal verschieben, würde ich sagen. Gut. Und jetzt kletter mal. Amanda. Machst du super. So, und das sieht ja ein bisschen locker hier aus. Fast. Ja. Oh. Komm, ich sollte mich besser verstecken. Renn mal da runter. Auch sehr interessant, dass der Typ einen Stock als Bein hat. Okay, gut, dann brauchen wir das jetzt hier wohl nicht mehr. Genau. Ja, das kann sie nicht mehr benutzen. Was ist das hier? Okay, kann sie auch nicht benutzen. Ja, dann gehen wir mal raus. Vorsichtig, Amanda, vorsichtig. Okay. Okay, sie kann es nicht sehen, weil da sind überall Spinnweben und dahinter ist aber ein wie sagt man, Stromgedöns. Und das wird wahrscheinlich nicht gehen, schätze ich mal, weil da kein Strom ist, oder? Ja, genau. Hat keinen Effekt. Genau, und der steckt da fest. Hier ist übrigens ein großes Loch, also können wir auch nicht auf die Treppen gehen. Gucken wir mal kurz da rein. Die Küche. Okay, sie kann vielleicht das Ding, den Stuhl benutzen. Ja, der hat grüne Flecken. Weiß ich, was das für grüne Flecken sind.
Ja, aus dem Fenster kann sie auch nicht fliehen. Ja, das wird abgeschlossen sein, sieht zumindest so aus. Ja. Es muss wichtig sein, weil es abgeschlossen ist. Okay, das ist Katzenfutter. Ja gut, da könnten wir drankommen mit dem Stuhl. Okay, das Keypad hier hat auch keine Power. Und die Tür zum Gefrierraum ist auch was wieder. Ja genau, dann kannst du das... Die ist auch geschlossen. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Ah, hier ist die nette Katze. 1977. Ist das ein wichtiger Typ? Kennt ihn jemand? Keine Ahnung. Das Telefon sieht aber auch nicht mehr so neu aus. Genau, die, das, ja. Alles zu, wir können nichts tun. Was ist mit dem Fernseher? Bitte halt. Hier, schnell. Okay, keiner kann mich nun sehen. Angst. So, was mit der... Ah, die liegt auf einem Schwamm. Den ich mir wahrscheinlich... Ja, nicht nehmen kann. Fucking nasty animal! Ja, das ist, braucht keine Übersetzung. Jetzt wäre die Frage, können wir die vielleicht mit dem Katzenfutter weglocken? Mit dem Stuhl? Weil dann könnten wir nämlich die Spinnenweben wegmachen. Achso, erstmal hier rauf bitte. Amanda, super. Sehr schön. Und wieder runter einmal. Ja, genau. Empty. So, und jetzt pack das mal da rein. Kann ich... Ich kann gar nicht so schnell... Was geht denn ab? Wo ist denn eigentlich mein Kind jetzt? Amanda? Amanda, wo bist du? Amanda? Ich glaube, wir haben jetzt gar nicht Game Over, weil Amanda weg ist. Okay, Amanda ist hinter dem Vorhang. Ich glaube auch, keiner sieht dich gerade im Moment. So, jetzt geh nochmal in die Küche, Amanda. Amanda! Amanda, ich sehe dich nicht. Ja. Ich glaube, ich habe keinen Bug hier. Aber das ist okay, weil ich muss eh gleich los. Ja. Dann werde ich den zweiten Part bis hierher spielen. Hat die da drauf gekackt, die Katze? Nasty fucking animal. Ja. Und dann werde ich den zweiten Teil später mal bis hierher spielen. Und dann schalte ich euch mal wieder dazu. Alles klar. Dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder mit Amanda. Wieder. Tschüss. So, ich bin wieder hier. Ich glaube, ich habe jetzt alles gemacht, was ich vorhin auch gemacht hatte. Zettel kann man nicht. Genau, an die Katze kommt man nicht ran. Wie gesagt, wenn wir ihr gerade... Ich habe es jetzt nicht nochmal gemacht, weil ich hatte Angst, dass die kleine Amanda dann wieder weg ist. Wenn wir Katzenfutter geben, rennt sie schnell hin, frisst das Ganze auf und legt sie wieder hin. Dafür ist sie aber eigentlich relativ schlank. Wir kommen also nicht an diesen Staubding dran. Aber ich nehme meinen Laptop jetzt hier mal zu mir runter. So, jetzt wollten wir eigentlich hier durch die Tür gehen. Aha. Okay, ich gehe da rein, gehe durch die Küche geradeaus durch und komme hier wieder raus. Ja, sehr sinnvoll. Das heißt,
So wie ich das sehe, brauchen wir jetzt auf jeden Fall diesen blöden Staub. Können wir hier nochmal zurückgehen? Und wo rennt eigentlich der Typ rum? Der kommt nur, wenn wir laut sind. Polizei können wir auch nicht anrufen, weil das Telefon durchgeschnitten ist. Ja, kein Wunder. So ist es wahrscheinlich immer, wenn man eingesperrt ist. Hier kommen wir auch nicht durch. Wir müssen an diesen blöden Staubwedel kommen. Oder einen Schwamm. Hängt hinter dem Bild, hang da irgendwas eigentlich? Nee, das sieht man nicht dann. Okay. Das hat auch keinen Strom, da kann man nicht rein. Da kommt man nicht raus. Wenn wir da sind, wir wieder im Flur. Ja, ein leerer Ding. Ah, hier, warte mal, ist hier noch was drin? Ah, Rattengift. Okay, oh ja, daran erinnere ich mich sogar wieder. Okay, dann packen wir mal Rattengift da rein. Ich meine, ich liebe Katzen und auch Amanda liebt Katzen. Wir lieben Katzen wirklich. Aber ich meine, wir lieben auch unser Leben. Also, wir müssen jetzt irgendwie schauen, wie wir hier zurande kommen. Okay. Oh. Ja, das wollte der. Sie ist natürlich nicht tot, wie gesagt, sie scheißt ja noch. Also, sie ist nur. Sie hat kleine Verdauungsprobleme jetzt. Ja, für alle anderen hier. Katzenliebhaber auch. So, jetzt können wir hier das Ding nehmen. Hoffentlich. Das sieht gut aus. Dann gehen wir doch mal wieder jetzt hier raus. Gut, und liegt hier irgendwas? Nein. Dann können wir doch jetzt mit dem Schwämmchen hier, mit dem Staubwedel, den halte ich auch sehr cool in meinen Händen, egal. Das mal da sauber machen. Genau. Schön. Genau, jetzt kommt sie da an den Stromkasten dran. Living Room. Logisch, weil der Fernseher ging ja an. Okay. Küche. Jetzt können wir ja mal, wir können ja mal das. Können wir das. Ah ja, so. Küche. Weil dann können wir mal. Obwohl, wir haben gar keinen Code für den. Für den Freezer, ne? Also für den Kühlraum. So, weil das geht jetzt. Aber wir brauchen auch einen Schlüssel hier für das Ding. Vielleicht ist da. Ja, die Frage ist jetzt, was nimmt er? Eins, zwei, drei, vier. Ja, habe ich mir gedacht. Null, 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 null. Null, null, null. Machen wir mal. Wie ist die Polizei? 911. So, keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich steht das hier drin. Halt! 1977. Boah. Das sind die einzigen Zahlen, die wir jetzt gerade wissen, wegen dem Bild. Yay. Okay. Hier hat er ja ganz lecker. Amanda, musst du das anpacken? Das sieht anders aus. Oh Gott, Catherine. Catherine, komm. Ja, die sieht nicht mehr gesund aus, aber sie hat einen Schlüssel. Einen kleinen Schlüssel. Oh no, poor Lily. Okay, Catherine heißt eigentlich Lily. Ja, für uns heißt sie Catherine immer noch. Catherine, Lily ist der Spitzname. Alter, das ist so hardcore, echt, ey. Gut, bitte wieder hier raus. Hoffentlich wurde das Ding, die Sicherung, nicht woanders reingepackt. Gott sei Dank. Sonst hätte man ein Problem gehabt. So, den kleinen Schlüssel, den packen wir jetzt mal hier rein.
Gut, jetzt haben wir eine andere Sicherung. Das finde ich sehr gut. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Okay, Küche brauchen wir eigentlich nicht mehr. Lilly. Übrigens, fällt euch hier, wir haben auch sogar ein rotes Kleidchen an, ne? Und schwarze Haare. Hat so ein bisschen was wie schwarz, wie Ebenholz. Also wir sind so ein Ding aus zwischen Schneewittchen und Rotkäppchen. Ja. Okay, Basement. Ist der Keller. Brauchen wir eigentlich nicht. Da geht ja dann nur das Licht. Ach so, wir müssen mal hier. So. Können wir das da jetzt reinpacken? Ah, jetzt so. Hier. Und wahrscheinlich dann im zweiten. Oh, jetzt ist da, glaube ich, auch Licht angegangen. Ja. Ah, der steckt ja da. Können wir hier mal drücken? Oh, nicht, dass der Typ dann kommt. Es wundert mich eh, dass ich noch nicht Game Over bin. Und mal hier drauf. Und jetzt... Oh Gott. Okay. Notausgang? Ein Notausgangsschild in einer privaten Wohnung? Was ist... Ah, ist zugesperrt. Aber da könnte das Badezimmer sein. Ist logisch, weil das Badezimmer hatten wir auch nicht. Und irgendwo muss er ja pinkeln gehen. Ja, gehen wir mal hier runter. Was? Was zum Teufel? Haben wir ihn jetzt getötet? Noch nicht. Und wo war er eigentlich die ganze Zeit? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, weg hier. Oh, er ist verschwunden. Ich habe Angst. Nicht, dass er das jetzt runterholt. Eigentlich hätten wir die... Nee. So, wie kommen wir denn jetzt hier drüber? Shit. Wie machen wir denn das jetzt hier? Wenn ich jetzt darüber gehe, dann... Ach, jetzt geht's da außen rum. Oh, gut. Haben es geschafft. Wir haben es geschafft! Jungs und Mädels. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich habe da vor 2 Jahren, glaube ich, ganz schön rumgefailt. Ist es normal, dass man nicht ins Badezimmer reinkommt? Und im Keller Licht hätte man ja eigentlich nicht gebraucht. Ich kann euch ja noch mal ganz kurz jetzt zeigen, weil das habe ich jetzt gar nicht gewartet, dass ich jetzt so schnell hier durch bin. Voll durchgerusht. War ja eher ein Walkthrough-Mensch. Ich bin ja... Och. Und wir sind entkommen! Amanda ist entkommen! Okay, Lilly ist... Lilly ist eine Blume geworden, aber wir sind entkommen! Aber gut, ich zeige euch jetzt nochmal kurz, was denn passiert, wenn man jetzt hier sich nicht versteckt. Das weiß ich selber nicht mehr genau. Also ich meine, klar, es kann jetzt hier nicht total horrormäßig sein. Jetzt können wir uns hier erstmal schnell... Weil man könnte ja auch das Licht hier gar nicht anmachen. Ich weiß nicht genau, das war jetzt echt gut. So, jetzt machen wir nochmal so und so. Und dann das hier. Und hier. Fast. Oh oh. So, und jetzt... Oh. Verstecken wir uns mal nicht. Oh, da unten können wir auch was machen. Ah ja, aber da können wir nur... Ja, ja, ja. Oh. Ja. Also wir können uns vorstellen, was passiert ist, ne? Wir wissen ja, was mit Lilly
passiert ist. Ja. Schauen wir uns nochmal schnell die Credits an. Oh Gott. Oh Gott. Das ist echt brutal. Das Bild habe ich noch nie gesehen. Ich habe mir noch nie Credits angeschaut. Also damals nicht. Oh Gott, diese roten Augen werden mich wieder verfolgen in meinen Träumen. Das erinnert mich sehr an die roten Augen von... Da gab es mal eine Folge von... X-Faktor, das Unfassbare. Ja. Die haben mich verfolgt. Und seitdem kann ich nichts mehr auf Standby lassen, wenn ich ins Bett gehe. Weil diese roten Punkte... Gut, Leute, ich hoffe, euch hat das gefallen auf eine Art und Weise. Und dann auf die nächsten 15.000 Views. Bis zum nächsten Mal.